Huhu, da bin ich wieder. So, jetzt mit meinem versprochenen Action-Roll. Ich setze mich mal nochmal. Ja, da wird ja auch nochmal längere Sache. Ich hatte auch nochmal sehen. Jetzt war ich mal schnell mehr Wäsche aufhängen. Trockner an. Für die kleinen Sache und so weiter. Jetzt kann es losgehen. So. Jetzt muss ich aber erstmal den Kassettel suchen. Nee, ich suche ihn nicht. Ich suche ihn jetzt nicht. Ich will jetzt nicht. So. Also. Ich habe diesen Block bekommen, aber nur einmal. Den habe ich mir natürlich direkt geschnappt, ne, ist klar. Weil die hatten echt nur Müll, also, sorry, wenn ich sage, ne, nur Müll noch da, weißt du, der alte Scheiß, wo kein Mensch mehr will. Mal ernsthaft jetzt, ne? Wahrscheinlich bin ich echt zu langsam. Das wird wahrscheinlich an mir liegen, ne, denke ich mal. So, Benne. Und denne. Habt ihr auch alle gar schon gesehen, ne? Alle gar schon 300 Mal, bevor ich die Scheiße überhaupt, die Blöcke überhaupt in die Hand bekomme. So. Jo, kennt ihr alle, ne? Klar. Auch nur einmal. So, dann habe ich das Aquarellpapier mitgenommen. Jo. Wie einige schon gesagt haben, wenn es schon nicht funktionieren sollte für die Wasserfarben da, die Aquarellfarben, super tolles Papier, super tolles Papier, ne? Wirklich super stabil, super schön, toll. Bin ich zufrieden damit, einmal frei. Dann habe ich hier zweimal Glitzerpapier, Glitter-Effekt-Cardboard. Ich muss jetzt mal gerade googeln, wie das drin aussieht, weil ich wollte gerne schwarzes. Ich habe das auch in einem Haul gesehen. Und Nicole hat es mir aus der Menge gefischt. Sonst wäre ich schon nochmal schnurstracks dran vorbeigelaufen. Das ist so dunkles Blau. Schwarz. Aber so richtig glitzern tut das ja nicht. Ne? Aber es ist einwandfrei. Ne? Also man kann da schon Akzente setzen, sage ich jetzt mal. Ne? So dunkles Grün. So dunkles Braun, das ist ja so geil. Ich weiß gar nicht, warum mir das dunkle Braun so gut gefällt, ne? Also in der Wohnung oder so möchte ich es nicht haben, ne? Aber so für Karten und so weiter, ne? Finde ich das ganz toll. Jo, einwandfrei. Gefällt mir gut. Gut gemacht. Ach so. Ach komm, ich guck mal, wo der Kassenzettel ist. Übrigens, die Kassiererin im Action weiß schon, dass ich nie Kleingeld habe. Das habe ich heute festgestellt, weil sie mich so fragend angeguckt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, sie wissen ja, ich habe nie Kleingeld. Macht sie ja, das weiß ich. Echt jetzt? Ich war ein bisschen schockiert. Ja? Ich wollte es nur gesagt haben. Also, ich gucke jetzt gerade. Rustikales Knäckebrot, den Preis kann ich euch sagen, das kostet 1,19. Das habe ich aber schon unten in der Kiste abgelagert. Moment, ich hab's gleich, ne? Da wird das Video halt eben nochmal Überlänge. Ihr könnt ja auch vorspulen, bis ich den Preis gefunden habe. Sorry, sorry. 79 Cent. So, weiter geht's. Weiter geht es in die Text. Achso, das Aquarellpapier. Wer hat das? Wo ist das dann? Wenn ich mir mal angucke, wird Aquarellblock 1,74. Den habe ich zweimal mitgenommen. Ich kann mich ja nie beherrschen. Ich muss ja alles zweimal haben. Ne? Außer die Blöcke, die habe ich nur einmal. Also jetzt nur einmal mitgenommen, sage ich jetzt mal. Ne? So, dann sind das die Paper Sets da nochmal. Die Paper Craft Sets. Aber die kennt ihr ja schon. Das da und das da. Paperkraft-Sets. Karamellriegel habe ich mir auch gekauft. 1,59. Jo. Sagen wir mal, wäre so. Dann hier wieder so Rahmen. Ich weiß nicht, ob ich. Ah doch, ich hab den eben im Video gezeigt, ne? Der kostet 1,89, glaube ich. Ich gucke, ich gucke, ich hab's gleich, ich hab's gleich.
30, 1,79, nein. 1 Doppelrahmen, 1,89. Ja, da mache ich dann nochmal so wilde Aktionen damit. Oh mein Gott. Da könnt ihr euch auf was gefasst machen. So, dann habe ich dieses. Das Linus Cardstock Metallic mitgenommen. Einmal in der Farbe und einmal in der Farbe. So. Das kostet. Wahrscheinlich sitzen einige jetzt vor dem Video und sagen den Preis schon. Ne? So geht es mir nämlich immer. Komischerweise bei Anna weiß ich immer, was es kostet. Nur bei mir weiß ich es nie. Das war aber eher auch so. Das war auch eher so spontan, weil eigentlich. Also der Disney-Papierblock, den ich hier in der Hand halte, kostet 89 Cent. Kostet 94 Cent. Moment, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Warum steht das nicht einfach da drauf? Warum steht nicht einfach drauf Metallic? Reliefblock? Nee. Naja, auf jeden Fall, die Relief-Stickerbogen kosten 94 Cent. Die ich euch gleich zeige. Ich finde es jetzt nicht. Ach, ist egal. Ich hummel hier jetzt noch 3 Stunden rum und das Video zieht sich in Länge. Ich habe jetzt einfach keine Zeit gehabt, für die Preise aufzuschreiben. Das hier. Also, dann habe ich das. Die kosten 9 geschmissen, wenn man die Tür nicht zumacht. Kleinen Bastelkarton. Da haben wir nicht doch. 85 Cent. Sehen da. So haben so geht das. Ne? Wenn man es nämlich sucht, da findet man es. Ne? So. Das. Ich suche in der Zwischenzeit. Klebeperlen 68 Cent. Also die Klebeperlen kosten 68 Cent. Dann orange Ziersäckchen gesagt. 68 Cent, ne? Dann diese Umschläge habe ich mir mitgenommen. Habe ich nicht gerade schon den Preis von denen gesagt. Oh, heute wird es chaotisch. Tut mir das schrecklich leid. Ich bin jetzt bis hier. Eben war ich noch so müde, ne? Jetzt bin ich nochmal voll aufgedreht. Umschläge. Ich habe doch eben noch gerade gesehen, was sie kostet. Ich lege euch den Preiszettel da hin und dann könnt ihr selber gucken, was das kostet. Ah, dann Abbrechmesser. Dann hole ich das mal zuerst, ne? Abbrechmesser kosten 1,79 Cent. 1,79. Die Wattestäbchen, die ich gekauft habe, kosten 49 Cent. Die habe ich aber jetzt hier nicht dabei, ne? Wollte ich nur gesagt haben. Sorry, ich habe mich verschluckt. So. Ich sortiere das hier mal gerade. Dass wir das schon mal gleich da rein hier alles auftischen können, dass ich hier nicht durcheinander komme. So, warte mal. So rum, ne? Ach, und die sind ja so schön. Und die sind ja so teuer. Oh mein Gott. Was sind da? Oh, jetzt habe ich echt das Hässli doch mitgeholt. Oh, Mann. Unnötig Geld schon nochmal, ne? So. Ich lege das nochmal auf die Seite. Dann habe ich diese Aufkleber mitgenommen. Moment, ich muss das nochmal alles rumdrehen. Ich habe das jetzt alles nochmal total durcheinander. Echt jetzt. So. Also. Entschuldigung, was ist da wohl jetzt? So, da habe ich jetzt mal dieses mitgenommen. Super schön. Ne? Da gibt es ja auch die Epoxy-Sticker bei Bella Blanche, ne? Mit dem Kaffee-Savis. Da habe ich gedacht, ne? Die klebe ich mir zum Beispiel auf den Cardstock da. Ne?
dann haben die eine richtige Festigkeit. Und dann kann ich die auch als, wie gesagt, in so einem Bilderrahmen zum Beispiel mit dem romantischen Papier rinkleben. Ne? Das sieht so toll aus. Ja, deswegen habe ich mir die dann auch direkt dreimal mitgenommen. Ich weiß nicht, was mich dort geritten hat. Ich habe einfach alles mitgenommen. Oh mein, ah, ich weiß nicht nochmal warum. So, dann diese. Da gefällt mir aber auch nur die Vorderseite. Die habe ich wegen den Kürbissen und der Lampe natürlich genommen. Ne? Die Rückseite ist jetzt nicht so mein Fall. Ne? Jetzt, wie gesagt, jetzt habe ich gerade überlegt, aus welchem Grund ich die mitgenommen habe. Ne? Da habe ich dann aber gesehen, dass die Kürbisse drauf sind. Da wusste ich nochmal Bescheid. Dann diesen. Den fand ich jetzt auch noch ganz toll. Ihr seht die hoffentlich auch ganz, ne? Wenn nicht, schreit ihr einfach. Schreit er mich nachher in den Kommentaren an. So. Dann das. Aber den wollte ich gar nicht. Weil da habe ich noch zum Nikola gesagt, guck mal, der sieht aus, als hätte er Knickebruch, ey. Nee, geht gar nicht. Ich wollte den nicht. Ich weiß nicht, warum ich den mitgeholt habe. Wahrscheinlich habe ich nicht mit meinen Waren immer alles mitgeschleppt, was nicht schnell genug fortgelaufen ist. So, ich muss mal gerade gucken. Moment. Ich habe euch, glaube ich, schon den Preis gesagt, gell? Ja, ich gehe davon aus, dass ich euch gesagt habe. 94 Cent einer. Oh, ich bin ein Schwein, ey. So, dann habe ich diese zwei Süßen so mitgenommen. Weil ich jetzt sehe, dass ist super viel, wie heißt das, Kartenverschnitt, sage ich jetzt mal, habe, ne? Auch von ganz teurem Papier. Und dann will ich das nicht fortwerfen. Und wenn ich es jetzt irgendwo rin stoppe, warte, dann macht es das Papier ja auch nicht schöner, ne? Also habe ich gedacht, nehme ich mir auch die Dingerchen ja damit. Da kostet eins. Erst jetzt. ja, da 69 Cent. Na, das ist ja kein Preis. Nur die da macht er echt böses Gesicht. Ich weiß nicht, vielleicht hat die gedacht, die Alter, die quatscht mich bestimmt voll, wenn ich so. Wenn, das hier macht die so Gesicht. Seltsam, oder? So, oh Jesus. So, dann habe ich mir das noch mitgenommen, ne? Ein Stanzbogen. Und damit ihr genau wisst, wie bekloppt ich bin, ne, das kann ich euch genau sagen, aus welchem Grund ich den mitgenommen habe. Ne? Aus diesem Grund. Ne? Und was war der andere Grund? Da, das. Das war der Grund, warum ich das mitgenommen habe. Ne? Da kann ich nur schon nichts mehr selber schon nichts mehr sagen zu der Sache. Dann, also der kostet. Ja, der kostet, glaube ich, 1,79 oder so. Stanzblock, 1,89, Entschuldigung, ich habe unterschlagen. Dann habe ich die da mitgenommen, ne? Die sind so lecker. Die sind so lecker, dass ich so viel fresse davon, dass mir richtig kotzübel wird, ne? Die sind außen, das ist Marzipan, ne? Und innen drin sind die mit so feiner Creme, ne? Das ist so genau die Konsistenz, ne, die ich so gerne habe, ne? Die sind so matschig, so nam, nam. Meine Tochter hat noch ein Video, wie ich Eis esse und dann auch so mache. Wie peinlich. Ja. Einmal frei, super gut für Diät. Zu unterbrechen. So. Dann die. Die stehen nicht auf dem Zettel, die habe ich letztens schon mitgenommen. Das war aber zu klein, um die jetzt da extra jetzt Filmpreise mache. Dann diese Sticky Notes. Da weiß ich jetzt gar nicht, was die gekostet haben. Die haben irgendwo in einem Regal rumgelegen. Washi Tape habe ich übrigens auch. 79 Cent, ne? Kommt gleich. Ja, wie viel kostet denn jetzt? Ich weiß es nicht. Doch. 2,70. 2,70, ne? Ja. Schön. Sieht interessant aus, ne? Hauptsache, bleibt alleine.
Nein, bleibt das nicht, siehst du. Rutscht da runter, ohne mit der Wimper zu zucken. Dann habe ich das Washi-Tape, da habe ich euch ja schon den Preis gerade gesagt. Ne? Wenn ihr zugehört habt, wisst ihr es noch. Ich frage euch nachher, wie es kostet hat. Dann diese da, die sind im Angebot. Kostet, glaube ich, 29 Cent. Ich habe gedacht, ich nehme die mal mit. Ne? Ich bin eigentlich nicht derjenige, wo so gern aus dem Action Essenszeug mit holt. Ne? Ich bin mir da nicht so wirklich sicher. Ne? Dann habe ich diese wieder mitgenommen. Ah, die habe ich euch auch noch nicht gezeigt, gell? Ne, die habe ich in einem anderen Haul gesehen. Die kostet 49 Cent eins. Wie gesagt, und die sind fast doppelt, also anderthalb größer, also halb Dings größer wie die vom Ikea. Und von Ikea bezahlt man für so kleines Ding 1,29 oder 1,30. Sicher, die Preise, die habe ich so irgendwie ein bisschen im Kopf, ne, weil ich mich darüber immer ärgere, dass ich mehrere von den Dingern hätte gebrauchen können. Ne, weil, wie gesagt, ich habe so viel Stifte, so viel Zeug, wo man auch gut drin aufbewahren kann, was das dann, ey. Jo, und dann ist das einfach viel zu teuer. Ich habe ja nicht ein Lotto gewonnen, ne? Ich meine, man könnte es zwar meinen, aber ist halt eben nicht so, ne? Dann diese Rahmen. Die sind... Ja, wahrscheinlich nochmal 1,59 oder so. Ich gucke gerade. €1,55. Langsam kommen die Preise nochmal. So. Dann das Bandler. Das kostet... 3 Tage noch gesehen. Ich müsste euch eigentlich die ganzen Preise vorlesen, damit ihr es genau wisst. Ja, egal. Ich glaube, es kostet 1,49. Kostet 1,49. Ich finde es nicht, ich kann es euch jetzt gerade nicht sagen. Dann diesen Acryllack, den habe ich bei Fimo Tinker gesehen. Und die sagt, der wäre super. Also habe ich mir den auch mal mitgenommen. Ne? Der kostet 1,52. Dann. Ja, wieder diese Perlen, noch Washi-Tape und dieser Spray. Dann habe ich das Aqua Fresh Air mitgenommen. Guter Rat teuer hier. Ich gebe es jetzt auf. Ich finde das Zeug jetzt sowieso nicht, was ich hier suche. Ja, auf jeden Fall muss ich mal gerade probieren. Das kostet 99 Cent. 99. Ich habe jetzt gerade doch noch in letzter Sekunde gefunden. Das riecht mich richtig auf, das da. Jetzt muss ich mal gucken, wie das aufgeht. Ah, so. Sprühe ich mal. Oh, wie lecker. Ach, du liebe Güte. Ja, fein. Ja, ist gut. Also, ist Geschmackssache. Ne? Ist jetzt nicht so mein Ding. Das, 99 Cent kosten die. Seht ihr, das habe ich gemeint. Ne? Das geht da dumme Wurzel auch nicht auf. Ne? Die haben genau die passende Größe, sowieso Shadowbox. Ne? Da passt, weißt du, das ist toll, finde ich toll, muss mit,
und sind günstig. Ne? Ich muss ja nicht, wenn ich andere Alternativen habe, muss ich ja nicht teuer irgendwo bestellen. Ne? Ja, dann habe ich noch diese Gemüseschips mitgenommen. Die kosten 1,19. Ja. Ja. Die sind bestimmt ehrlich gesund. Ja. So, dann habe ich mir Bohrer mitgenommen, ne? Weil ich habe durch irgendeinen Hall habe ich eine Idee bekommen, um etwas zu basteln. Und es hat mit Klammern zu tun. Und dafür muss ich den Bohrer haben, ne? Die Bohrer haben. Und da ich keine Lust habe, meinen Freund jedes Mal den Bus auf den Kopf zu stellen, habe ich gedacht, komm, hol da mal selber den Bohrer. Da musst du nicht immer dem hinterherlaufen, ne? Und dann kann ich die behalten und muss die nicht nochmal abgeben und so weiter und so fort. Und dann kannst du hier in meinem Döner können sie verschütt gehen und ich kann sie dann beim nächsten Mal, wenn ich in Action gehe, nochmal neu kaufen, ne? Das ist bestimmt ganz lustig. Habe ich gesagt, was die kostet dran? Ich wollte es ja eigentlich jetzt nicht mehr machen. Ich drehe ich mich nämlich gerade schon nochmal auf. Das da. Wahrscheinlich kriege ich nochmal 3000 Daumen nach unten, weil ich nochmal unorganisiert keine Preise gewusst habe. Moment, ich hab's gleich. Bohrer, Bohrer. Ah, und die Dings da haben 47 Cent gekostet. Entschuldigung. Holzbohrer-Set. 1,79. So. Ja, und dann auch diese da. Ne? Also ich bin heute auf dem Gesundheitstrip. Ne? Wahrscheinlich mehr Zucker, wie die Sache wert ist. So. Und dann das da noch. Dieses da, ich glaube, das kostet 69 Cent. Oh, 79. Washi-Tape. Das eine Washi-Tape, ja, die kostet 79. Also die Washi-Tapes, ne? Ich habe euch da nichts Falsches gesagt. Da rieche ich mich jetzt schon mal auf, ehrlich. Also ich habe ja gesagt, sage ich keine Preise mehr, ne? In der Zwischenzeit, wo ich auch noch blöd Gespräch habe, versuche ich es dann rauszufinden. Ja, dann habe ich mal noch Parfüm für 1,59 gekauft. Billig halt, ne? Aber für so zwischendurch mal in sich sprühe, ne? Dass man nicht gerade stinkt wie ein nasser Fuchs. Ist das eigentlich ganz gut. Ah, der Lichterschlauch kostet 2,99. Was? 2,99? Ich habe gedacht, der wird 1,49 kosten. Oh mein Gott, habe ich mich hier in Unkosten gestürzt. Ja. Das Zweischei Bastelstoff auf Rolle 49 Cent. Ich fand die Farbe so toll. Ich muss das Ding auch gerade aufmachen. Ah, und von dem Papier, wo ich geschwätzt habe, das ist das. Habe ich euch ja auch gesagt. Wenn ihr jetzt vergessen habt, sind das selber schuld. So, Moment, ich guck mal. Primo. Ja, das war das Richtige. Ja, wie gesagt, so für zwischendurch, bis ihr in sich sprühe, ist es gut. Man kann, also man kann, mit Motze ist so ziemlich süß, hat so ein bisschen. Da gibt es ja das Parfüm, das heißt Angel. Na? So ähnlich riecht das. Ah, und beim letzten Mal habe ich mir noch ein Messer gekauft. Weil ich ja meine ständig am Suche bin. Und Mensch, Kinder. Ich mehr Dingsbumse will damit. Und dann habe ich noch beim letzten Mal. Also wie gesagt, da war nicht viel. Ne? Ich habe halt nur so ein paar Sachen noch, die ich noch so gebraucht habe. Ja, und diese Notizbücher, die will ich dann auch noch verschandeln. Ne? Sind zwei Stück drin, die sind günstig gewesen. Ich denke, ich weiß es nämlich, ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, die sind noch von der Anna, vom Anna mal, wo ich Action war. Ich gehe ja schon ab und zu mal hin, aber dann mache ich, ja, manchmal mache ich auch einfach alles zusammen so, ne, dass es so viel wird wie jetzt. Ja, manchmal mache ich es einfach jedes Mal so, ne. Unmöglich. Gut. Habe ich das da jetzt geschafft?
Okay, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Vielleicht mache ich heute Abend was mit so einem Rahmen und den Gorgeous Papiere. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss mal gucken. Je nachdem, wie fit ich noch bin, mache ich das. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen sonnigen Tag und bleibt gesund. Tschüss!